Ich bin Silvia, ich lebe in Salzburg in Österreich. Ich habe hier studiert und lebe seit vielen Jahren hier und habe sehr intensiv an dem gesellschaftlichen und vor allem kulturellen Leben in Salzburg teilgenommen. Salzburg ist eine Kulturstadt. Hier wurde Mozart geboren und Sound of Music gedreht, was nichts mit Kultur zu tun hat. in Salzburg gibt es Festspiele, die Salzburger Festspiele, die für die Stadt vor allem finanziell sehr wichtig sind und die in der Zeit, als ich hier in Salzburg zu studieren begonnen habe, das war Mitte der 70er Jahre, ein so großes Kulturereignis waren, dass andere Arten von Kultur in der Zeit, in der die Festspiele stattgefunden haben, also im Sommer, fast 2 Monate lang, verboten waren. Es durfte keine andere Form von Kultur, Event stattfinden. Und besonders für junge Menschen wie ich damals war es eine kulturelle Wüste. Und wir haben uns dann in Gruppen zusammengefunden, um ein Kulturzentrum zu erkämpfen. Und zwar hat es so ein Kulturzentrum in Wien schon gegeben, das WUK, das Werkstätten- und Kulturzentrum, glaube ich, heißt es, wo es darum ging, soziale Initiativen und künstlerische Initiativen, auch handwerkliche, in einem Raum zusammenzubringen und Kultur im weitesten Sinn anzubieten. Und es gab in Salzburg auch ein Gebäude, den Rheinberg, ein leerstehendes großes Fabriksgebäude, das wir für diese Kultur Initiative verwenden wollten. Und so haben wir mit Demonstrationen und witzigen Aktionen begonnen, eben für dieses Kulturzentrum zu demonstrieren und zu kämpfen und haben schnell herausgefunden, dass eine Möglichkeit besonders zielführend ist, nämlich die Festspiele zu stören, beziehungsweise zu demonstrieren während der Festspielzeit, was uns sehr gut gelungen ist, und die Aufregung in der Stadt war riesengroß, weil man natürlich Angst hatte um die Reputation der Stadt als Kulturzentrum und um die Reputation der Festspiele. Wir hatten dann auch gleich wir hatten gleich großes mediales Interesse, zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung erhalten. Und haben eben interessante und lustige Aktionen, auf die ich heute noch stolz bin, durchgeführt. Zum Beispiel es durfte immer, wenn die Festspiele eröffnet wurden, sind die bekanntesten öffentlichen Personen in Österreich und auch in Deutschland aus ganz Europa gekommen, um eben die Opernaufführungen zu besuchen. Und gegenüber des Festspielhauses wurde ein Zaun aufgestellt und dahinter durften die normalen Salzburgerinnen und Salzburger eben diese Festspielgäste bewundern. Und wir haben uns verkleidet und eben uns auch dort aufgestellt und versucht, diese Demonstration der Macht und des Reichtums zu stören. Zum Beispiel, indem eine Freundin von mir mit einem Megafon eine Modenschau kommentiert hat, also als würde dieser Einzug der Festspielgäste eine Modenschau sein. Und sie hat sie natürlich sehr bösartig kommentiert. Zum Beispiel war ein Modell, das sie beschrieben hat, das Modell Pferdeschwemme. Pferdeschwemme ist ein Denkmal in Salzburg, wo früher die Pferde gebadet wurden. Und das Modell Pferdeschwemme lässt natürlich an einen ausladenden Körper denken. Und sie sagte, das Modell Pferdeschwemme verdeckt mit einem sanft sich an den Körper schmiegenden Stoff
Problemstellen des Körpers und so weiter. Also jedenfalls, wir waren sehr störend. Und es ging eigentlich sehr schnell, dass uns dieses Kulturzentrum zugesagt wurde. Wir haben dann noch viele andere Aktionen gestartet, die man natürlich auch beschreiben könnte. Zum Beispiel gibt es in Salzburg Salzburg ist eine sehr katholische Stadt. Es gibt da einen Dom. Das ist meine Katze. Es gibt da einen Dom und vor dem Dom stehen vier Heilige. Und einer dieser Heiligen, einer hat ein Salzfass, das ist der heilige Rupert, das weiß ich. Welche Heiligen die anderen drei Heiligen sind, weiß ich nicht. Jedenfalls hat einer aber ein Schwert. Und dieses Schwert wurde, ich weiß nicht von wem, rot angemalt, also sozusagen, um Blut zu demonstrieren, woraufhin am nächsten Tag das Rote wieder heruntergeputzt wurde und an der nächsten Nacht müssen wieder irgendwelche bösartigen Menschen da gewesen sein, um dieses Schwert wieder rot zu färben. Jedenfalls waren wir sehr, wie soll ich sagen, sehr unruhig und so haben wir eben unser Kulturzentrum, das es immer noch gibt in Salzburg mittlerweile, erreicht.